Dann kommen wir zum letzten Unterricht, Bis in Italien. Und zwar, das sind, wie ich schon gesagt habe, dass wir über Aqida-Themen sprechen. Und zwar, Barakallahu fikum, wir haben 4 Unterrichtseinheiten gehabt. Das erste, wir haben über Religion gesprochen. Was bedeutet Religion? Dann haben wir über Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan allgemein gesprochen. Dann, Barakallahu fikum, haben wir über die Hauptpfeiler einer Religion gesprochen. Dann haben wir über Aqidat Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Was ist Aqidat Ahl-Sunnah al-Jama'ah? Was bedeutet das? Dann über den Weg von As-Salaf. Und dann haben wir das letzte Mal über die siegreiche Gruppe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat, die ins Paradies kommt. Und ich denke, zu unserer Aqidah gehört, dass wir, Barakallahu fikum, über diese Themen sprechen. Und zwar, wir sprechen viel über Paradies, über die Hölle und Jahannam, Barakallahu fikum. Und wir haben auch noch 2 Themen, die damit verbunden sind. Und zwar erstmal Al-Wa'du und Al-Wa'idu. Also wir haben Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Inshallah, diesmal über dieses Thema sprechen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Wer kommt ins Paradies, wer kommt in die Hölle? Was glauben Ahl-Sunnah al-Jama'ah? Und was ist die richtige Aqidah von Muslimin diesbezüglich? Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das bedeutet, zu unseren Grundlagen, jeder Muslim glaubt an Paradies und Hölle. Sagen wir, wenn man sagt Jahannam, dann Jahannam. Wenn man sagt Al-Jannah, Al-Jannah, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khairan. Das ist jetzt, wenn wir sagen Hölle oder Feuer und so, das ist ein Teil. Weil in Jahannam natürlich nicht nur Feuer gibt, sondern gibt es auch Kälte. Kriechende Kälte. Und da gibt es auch, Barakallahu fikum, seidende Feuer, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, zu Grundlagen des Verinnerlichens von dem richtigen Wissen im Islam gehört, dass man sicher ist, mit Gewissheit verinnerlicht, dass Paradies und Hölle vorhanden sind. Aufpassen bitte, das erste ist vorhanden. Das heißt, wenn die Leute uns fragen, gibt es Paradies, gibt es Hölle? Ja. Sind sie erschaffen worden? Ja. Wir sind da. Warum? Weil wir das im Koran haben. Allah subhanahu wa ta'ala spricht von Hölle und vom Paradies. Vom Paradies, u'iddat lil muttaqin. Das bedeutet, wasari'u ila jannatin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beeilt euch zu Paradiesgärten. Die Breite davon ist wie Himmel und Erde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ bezüglich Jahannam. Das bedeutet, Jahannam, es gibt Hölle und das ist auch vorhanden. Aber damit will ja natürlich, Barakallahu fikum, sagen Allah, etwas erklären. Da sagt man, ja, aber Adam alayhi salam war im Paradies oder im Paradiesgarten. Und es gibt Überlieferungen, dass einige Leute im Paradies sind. Wie können wir diese, dass Adam im Paradiesgarten war, es gibt Leute im Paradies, wie können wir das vereinbaren oder kombinieren mit der Aussage, dass Jannatul Khuldi, das wird das ewige Paradiesgarten, vorhanden ist. Existiert, aber der Erste, der ins Paradies kommt, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wird keiner ist jetzt in Jannat al-Khuld, weil Jannat al-Khuld, das wird das ewige, der ewige Paradiesgarten, wird nur betreten nach dem letzten Tag. Und der letzte Tag ist noch nicht gekommen. Dann wie können wir das uns erklären?
Die beste Erklärung dafür ist, barakallahu fikum, dass wir sagen, Paradiesgärten. Paradiesgärten sind verschieden. Es gab einen Paradiesgarten, wo Adam drin war. Und es gibt Paradiesgärten, wo die Märtyrer, zum Beispiel Shuhada, oder wo die Leute sind, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Aber das Ewige ist da, ja, existiert, aber die sind noch nicht drin, sondern nach dem letzten Tag werden die Leute drin kommen, und das ist sehr wichtig. Oder ich sage, auch da kann man jeder von uns verstehen, Barakallahu fikum, sakum lachen. Dieses Paradies ist materiell und immateriell. Beides zusammen. Das Paradies ist nicht nur etwas, was für die Seele ist, sondern Paradies ist für Seele und Körper. Für Seele und Körper. Paradies ist vorhanden. Das ewige Paradies ist leer. Der erste, der ins Paradies kommt, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann kommen die Propheten und die anderen ins Paradies. Dann barakallahu fikum. Paradies ist nicht nur selig. Aufpassen. Paradies ist nicht nur selig, sondern Paradies ist selig und körperlich, materiell und immateriell. Paradies besteht aus Stufen. Paradies besteht aus Stufen. Die höchste und die beste ist Al-Firdaus. Und Al-Firdaus selber hat nochmal 4 Stufen. Deshalb, barakallahu fikum, das ist wichtig, dass wir wissen, wenn wir reden von 100 Stufen. Von 100 Stufen. Und Paradies ist, barakallahu fikum, ist kuppelmäßig oder wie Glocke. Deshalb das Höchste davon, das ist in der Mitte. Und das ist Al-Firdaus. Der Beweis dafür ist Hadith Haritha. Weil Haritha sagte, o Gesandter Allahs, der hat geweint. Er sagt, o Gesandter Allahs, sag mir, wenn Haritha ins Paradies gekommen ist, dann bin ich froh. Wenn in die Hölle, dann bin ich traurig. Der hat gesagt, du sollst nicht traurig sein. Dein Sohn hat nicht das Paradies nur erreicht, sondern der hat die höchste Stufe des Paradieses erreicht. Der ist in Al-Firdaus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Al-Firdaus als Belohnung geben. Barakallahu fikum, sagt nachher, Paradies besteht aus 100 Stufen. Das aber... Das Beste, was man erreicht im Paradies, ist, dass es natürlich, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen darf. Ich will jetzt nicht über die Punkte des Paradies jetzt sprechen. Ich möchte nicht über die Häuser des Paradieses und so. Das ist ein extra Thema. Wir wollen jetzt nur allgemein über dieses Thema, damit wir kommen zu dem Thema, was ich eigentlich ansprechen will. Das bedeutet, barakallahu fikum, das sind einige, sage ich jetzt, Themen, die ein Muslim glaubt. Wir wiederholen, was wir gesagt haben. Paradies ist vorhanden. Es gibt verschiedene Arten von Paradiesen. Das ewige Paradies ist leer. Der erste, der reinkommt, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Belohnung im Paradies ist materiell und immateriell. Paradies besteht aus 100 Stufen. Die höchste Stufe davon ist Al-Firdaus. Das ist jetzt Paradies. Für uns ist wichtig, keiner weiß, wer ins Paradies kommt und wer nicht. Außer Allah. Das hat keiner weiß. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und da, barakallahu fikum, sakum lachem, haben wir Möglichkeiten, die wir hier erklären müssen. Es gibt Leute, die wir durch Koran und Sunna bekommen haben, bewiesen, dass diese ins Paradies kommen. Deshalb wir
glauben, wir verinnerlichen, dass diese Leute ins Paradies kommen. Wie der Prophet, die 10 Mubasharun bil Jannah, die Sahaba, Ridwanullah alayhim, allgemein, die kommen alle ins Paradies. Okay? Das wird, wir können davon ausgehen. Diese kommen ins Paradies, weil die Regel für uns ist, die Regel für uns ist, wir können niemals sagen, der kommt ins Paradies oder der geht in die Hölle. Das dürfen wir nicht. Und das wissen wir nicht. Und wir dürfen auch darüber nicht reden. Deshalb, aber bei Prophet sallallahu alaihi wasallam und bei Sahaba und bei diese 10 zum Beispiel, oder die Leute, die vom Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nachricht bekommen haben, dass sie ins Paradies kommen, dann sagen wir, die kommen ins Paradies. Dann barakallahu fikum. Wir wissen, jeder Muslim kommt irgendwann ins Paradies. Jeder Muslim kommt irgendwann ins Paradies. Das heißt, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, es kann sein, dass ein Muslim in die Hölle kommt, aber der wird nicht ewig in der Hölle bleiben. Wird nicht ewig in der Hölle bleiben. Deshalb, jeder Muslim kommt ins Paradies. Aber wir können nicht sagen, der oder der andere. Jeder, der als Muschrik oder Kafir stirbt, kommt nie ins Paradies. Nie. Barakallahu fikum, das ist sehr wichtig. Das heißt, die erste Regel, wir können niemandem das Paradies zuschreiben oder Hölle, solange die Leute am Leben sind. Was der Prophet uns erzählt hat, über bestimmte Leute, dass sie ins Paradies kommen, die kommen alle ins Paradies mit Sicherheit, das können wir sagen. Jeder Muslim kommt ins Paradies irgendwann. Das bedeutet, der kann in die Hölle. Aber der bleibt nicht ewig. Derjenige, der entscheidet, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle kommt, ist Allah und nicht wir. Und jeder, der als Muschrik oder Kafir stirbt, wird niemals ins Paradies kommen. Und die Ayah ist klar. Die Tore des Himmels werden für diese Leute nicht geöffnet und die werden ins Paradies nicht kommen, außer wenn ein Kamel in Nadelohr reingeht. Wird ein Kamel in Nadelohr reingehen, dann werden sie auch niemals. Übrigens, manche haben gesagt, das bedeutet Faden. Das stimmt nicht. Das bedeutet Kamel in Nadelohr. Ja, manche Leute, wenn wir das sagen, sagen, ja, das ist, warum seid ihr so? Ja, das ist nicht unsere Entscheidung. Wir haben doch gesagt, wir sagen doch, wir wissen selber nicht, ob wir ins Paradies kommen oder nicht. Deshalb die nächste Regel, barakallahu fikum, sagum Allah khairan, keiner kommt ins Paradies durch die Taten, sondern die Taten oder Handlungen sind eine Bedingung für Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, und deshalb durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala kommt man ins Paradies. Aber wir wissen nicht, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Deshalb jetzt kommen wir zu unser eigenen Thema, und zwar barakallahu fikum, jazakumullah khair, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ein Muslim glaubt daran, dass diese Beweise, die wir im Koran und Sunna haben, bezüglich Versprechens Allahs, dass die Leute ins Paradies kommen, dass dies geschehen wird. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dass das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, was er versprochen hat, dass das passieren wird, mit Sicherheit. Und zweitens, wir wissen nicht, wir können niemals jemanden zuschreiben ins Paradies
oder das Paradies, Entschuldigung, oder die Hölle. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dafür gibt es einen klaren Beweis, barakallahu fikum, sagt, und zwar das Hadith von Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, oder hadathana as-sadiq al-masduq, bezüglich die Stufen der Schöpfung eines Menschen. Und dann sagt er am Ende, eine Person tut, was die Leute sehen, die Taten von Leuten des Paradieses. Aber in der aufbewachten Buch steht, dass er in die Hölle kommt. Dann begeht er die Taten von den Leuten der Hölle, dann kommt er in die Hölle. Und eine Person sehen die Leute, dass er die Taten von den Leuten der Hölle begeht, aber diese Person kommt ins Paradies. Deshalb, barakallahu fikum, wir wissen nicht, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle kommt. Deshalb, wir dürfen für niemanden das Paradies, sage ich jetzt, zuschreiben und niemandem die Hölle zuschreiben. Außer, nochmal, was wir hier haben. Aber allgemein, allgemein können wir sagen, jeder, der als Muslim stirbt, wird nicht ewig in die Hölle kommen und er wird ins Paradies kommen irgendein Tag. Und jeder, der zum Beispiel betet, der Allah fürchtet und so weiter, der kommt inshallah, inshallah, wenn Allah will, ins Paradies. Aber wenn du mir sagst, Person X, Person Y, ich weiß nicht. Jetzt, das ist ein Muslim, ha? Das wird allgemein. Aber wenn ein Muslim stirbt, dann wissen wir, dass diese Person niemals ewig in die Hölle kommt und er kommt eines Tages ins Paradies. Wenn ein Kafir stirbt oder Muschrik, diese Person, der wird ewig in die Hölle kommen, das können wir auch sagen. Aber nach dem Tod. Aber wenn jemand dir sagt, was denkst du von Person X oder von Person Y? Übrigens, dieser Glaube, was hier ist, diesbezüglich, ist bei Juden, bei Christen, bei uns das Gleiche. Ja? Aber wir sind ehrlich, wenn wir über unsere Religion sprechen. Wir wollen nicht lügen, aber es gibt andere, die bereit sind zu lügen. Aber natürlich, wie das sein wird und sowas, das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala und nicht wir, barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Das ist diesbezüglich. Dann von der anderen Seite, dann haben wir die Hölle oder barakallahu fikum Jahannam. Und das ist wichtig zu verstehen. Jahannam auch besteht aus Stufen. Wie viel wissen wir nicht? Aber wir wissen, dass die schlimmste Stufe für die Heuchler ist. Nicht für die Kuffar, sondern für die Heuchler. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Surah An-Nisa, der 145. Die Heuchler, die werden in der schlimmsten Stufe der Hölle sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, die Surat al-Bayyinah, die Ayah 6, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا Diejenigen, die Kufr begangen haben, sei es Al-Kitab oder Mushrikin, die sind in der Hölle ewig drin bleiben. Allah sagt auch, Barakallahu fikum, in Surat Al-Baqara, die Ayah 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnet haben und unsere Zeichen, die Lüge bezichtet haben, diese Leute, die sind die Leute, die in die Hölle kommen, ewig drin bleiben. Und Allah sagt auch, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ عَفْوًا دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ali Imran, die Ayah von 80. Derjenige, der eine andere Religion als der Islam annimmt, das wird von ihm nicht angenommen und er wird am letzten Tag unter den Verlierern sein. Deshalb, barakallahu fikum, unser Glaube ist so. Nur eine Seele, die sich ergibt hat, die Allah ergibt hat, eine Seele, die Allah angebetet hat, eine Seele,
die kein Schirk begangen hat, diese Seele kommt ins Paradies. Alles andere geht in die Hölle. Wal'iyadu billah. Daher muss ich aber etwas erklären, und zwar, weil einige Leute das falsch verstehen. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wal nasara, والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Das heißt, die Leute, die den richtigen Glauben verinnerlicht haben, die Juden, die Christen, Zabira, und es gibt auch in einer anderen Aya Al-Majus, die Leute, die an Allah geglaubt haben und Gutes getan haben, die werden auch ins Paradies kommen. Ja, aber wie können wir das sagen jetzt hier? Wie können wir das verbinden? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vor ihm, aufpassen bitte, vor ihm. Alle Leute, die an ihre Propheten geglaubt haben und ihren Propheten gefolgt haben, die sind für uns Muslime und die kommen ins Paradies. Nach ihm nur diejenigen, die ihm folgen, kommen ins Paradies, alle anderen nicht. Manche Leute sagen ja, warum sagt ihr sowas? Subhanallah. Aber ihr erkennt unseren Propheten nicht. Ihr kennt unseren Koran nicht. Und ihr kennt unsere Religion nicht an. Ja, warum stört das euch? Wenn eine Person sagt, der Koran erkenne ich nicht an als Wort Gottes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für ihn kein Prophet. Okay, warum kratzt dich das, was wir hier sagen? Ich sage euch warum. Weil das hier im Herzen sitzt. Allah. Weil normalerweise sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Weil wenn das nicht die Wahrheit wäre, warum? Warum sind sie auf einmal sozusagen genervt? Und warum reagieren sie drauf? Ich meine, wenn ein Christ mir sagt, du wirst in die Hölle kommen, sagen wir sehen. Okay, lass uns sehen. Wenn ein Jude sagt, du wirst in der schlimmsten Stufe der Hölle sein, sage ich, okay, wir sehen, kein Problem. Wir sehen. Wenn ein Atheist sagt, alles ist Quatsch und du hast dein Leben verloren, sage ich, wir sehen, kein Problem. Okay, warum, wenn wir ihnen sagen, ja, wenn man dem Propheten Muhammad s.a.w. nicht folgt, dann wird man nicht im Leben. Im Leben, das ist was anderes. Aber da im Leben auch lebt man in der Hölle, aber anders. Auf jeden Fall, ach, da wird man in die Hölle kommen. Deshalb, die sehen das sofort als Angriff. Wo ist Angriff hier? Wo ist Angriff? Wir sagen, durch unsere Religion. Wir haben das nicht. Wir sagen doch, wir können niemanden das Paradies oder die Hölle zu schreiben. Wir können nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht zu suchen, bist du ins Paradies oder gehst du ins Paradies oder gehst du in die Hölle. Oder wir machen eine Liste, der ist Paradies, der ist Hölle. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, meine Religion zu praktizieren, richtig zu glauben und richtig so etwas Gutes zu tun. Aber ich kann den Leuten doch mindestens sagen, so ist das im Islam. Wir nehmen Meinungsfreiheit. Das ist Meinungsfreiheit doch. Meine, warum darf man uns beschimpfen und unseren Propheten beschimpfen und unseren Allah subhanahu wa ta'ala beschimpfen und sich lustig über unsere Religion machen? Und da sagt man Meinungsfreiheit. Und am Ende bekommt man auch noch ein sozusagen, ein, wie sagt man, Orden für Freiheit und für Tapferkeit in Medienwelt. Okay, wir haben auch bekommen einen Orden, mindestens von Muslimen, dass wir ihnen gezeigt haben, was unsere Religion ist. Ich rede über Aqida. Manche Leute vielleicht sagen, was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat mit Sicherheit mit unserem Thema zu tun, weil einige Leute unsere Aqida verfälschen wollen. Weil wenn jemand zu uns kommt und der sagt uns, ja, der Papst kommt ins Paradies, dann lieber, dass die Muslime Christen werden. Ja, warum? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder wenn jemand uns kommt, bestimmt Doktor so oder Professor so kommt ins Paradies. Da sagen wir, wer hat dir diese wunderbare Information gegeben, außer dein Shaitan natürlich. Aber wer hat dir das gegeben?
Also aufpassen bitte, aufpassen. Die Sache für uns ist klar. Alle, die vor unseren Propheten waren und die ihren Propheten gefolgt haben und Allah angebetet haben, die sind für uns Muslime und inshallah, die kommen ins Paradies. Alle nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur diejenigen, die ihm gefolgt haben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Hadith ist in Sahih Muslim, Muhammadun farqun bainan nas, au farraqa bainan nas. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Unterschied zwischen den Leuten oder der hat den Leuten sozusagen geteilt, entweder Kafir oder Muslim, es gibt nicht mehr. Das ist unser Islam. Und jeder, der euch was anderes erzählt, ich schwöre bei Allah, der betrügt euch und der lügt. Das ist unsere Religion. Das hat nicht als Angriff gegen eine Person oder sowas. Wir wünschen allen Leuten, dass sie den Islam annehmen. Und das hat weder mit Hasspredigt zu tun, noch mit Hass zu tun. Das ist nur unsere Wahrheit, die wir durch Koran und Sunna haben und wir können das nicht ändern. Wenn jemand das ändern will, dann soll er die Verantwortung dafür am letzten Tag tragen. Aber ich kann diese Verantwortung nicht tragen, außer den Leuten das zu sagen, was wir in unserer Religion haben. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Wir sagen in diesem Zusammenhang, die Sache ist klar bei uns. Wir haben gesagt, Paradies hat Stufen, Jahannam hat Stufen. Die schlimmste Stufe ist in Jahannam ist für die Heuchler. Paradies ist da, Jahannam ist da. In Jahannam gibt es materiell und immateriell Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Frage, die wir immer bekommen ist, ja, der liebe Gott, wieso bestraft er die Menschen? Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich ist er barmherzig. Und seine Barmherzigkeit kommt seine Strafe vor. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sabaqat rahmati ghadabi. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nicht sofort, manchmal sofort, aber meistens nicht. Der gibt Möglichkeit, dass man Reue zeigt. Aber Allah hat uns gesagt, wenn du das machst, dann bekommst du das. Dann machst du nicht, dann hast du Ruhe. Aber wenn du das machst, dann sollst du damit rechnen, dass du diese Strafe bekommst. Und hier ist wichtig, was ich sagen will. Pass auf. Al-Wa'id. Die Warnung Allahs. Es ist nicht unbedingt zu treffen. Was bedeutet das? Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der das und das macht, wird so bestraft. Dies kann Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag entscheiden, ob Allah subhanahu wa ta'ala das durchführt oder durchführen lässt oder nicht. Und das ist sehr wichtig, bitte. Sehr wichtig. Das heißt, eine Person macht Schirk, pass auf bitte, oder Kufr. Wenn das Schirk Akbar ist, Akbar oder Kufr Akbar ist und er stirbt als Muschrik oder als Kafir, mit Sicherheit geht diese Person in die Hölle. Sicherheit. Hier gibt es nicht. Jetzt aber, eine Person ist Muslim und dieser Muslim begeht Sünden, dann können wir nicht sagen, mit Sicherheit wird diese Person in die Hölle kommen. Wir können sagen, pass auf jetzt. Zeigt dieser Muslim Reue? Oder der Kafir oder der Muschrik? Zeigen sie Reue im Leben? Allah nimmt an. Zeigen sie keine Reue und die sterben. Das wird diese Linie, diese schwarze Linie bitte, ist sterben. Jetzt ein Muslim, Sünder. Ein Muschrik, ein Kafir, ein Muslim, der Sünder ist, die sterben. Der Sünder Muslim, Allah entscheidet am letzten Tag. Insha'a azzabah, insha'a ghafara lah. Das bedeutet, die Person sagt man tahta al-mashi'a. Was bedeutet tahta al-mashi'a? Unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ein Muslim gesündigt hat und er stirbt als Sünder, dann entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag, was mit ihm passiert. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person in die Hölle bringt
und bestraft. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verzeiht. Sagt man, wieso? Ja, weil er Allah ist. Ja, weil er der einzige Gott ist. Weil er alles erschaffen hat. Und weil er weiß, wenn du 1000 Millionen von Jahren leben würdest, was du tun würdest. Und deshalb auch hat er das Recht zu entscheiden, subhanahu wa ta'ala. Aber wir wissen nicht. Deshalb, das ist schön, damit man auch, wenn man vergleicht, wir sagen den Leuten nicht einfach, sei Muslim und dann bist du gerettet. Nein. Wir sagen dir, sei Muslim und praktiziere, lerne den Islam und praktiziere den Islam und wenn Allah will, dann bist du gerettet. Wir sagen nicht den Leuten, nur glaube und tu, was du willst. Nein, 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 nein. Das ist nicht unsere Religion. Sondern unsere Religion ist total was anderes. Deshalb bitte aufpassen. Wenn Allah versprochen hat, dann wird dieses Versprechen mit Sicherheit passieren. Und wenn Allah gewarnt hat, dann diese Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala auch trifft, aber personenmäßig, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Deshalb, wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit das sagen. Dann, barakallahu fikum, die Hölle, es gibt nicht in der Hölle, was die Leute denken, das ist Feuer. Es gibt Kälte und Feuer. Und es gibt Strafe und schmerzhafte Strafe von Allah, subhanahu wa ta'ala. So hat er uns erzählt, subhanahu wa ta'ala. Manche Leute sagen, wenn der Gott zu uns sagt, dann wollen wir ihn nicht. Ja. Na, Moment, Moment, ja, brauchst du ihn nicht. Aber wir sehen, wenn du stirbst. Wie lange wirst du leben? 70, 80, 100? Da sagt man ja, ist das eine Warnung? Ja, das ist Warnung. Ja, Wallah, ich schwöre, das ist eine Warnung. Weil Allah das im Koran gesagt hat, nicht ich. Nicht ich. Und Allah entscheidet, nicht ich. Ich kann nur euch sagen, was im Koran ist, was in Sunna. Aber wir wollen damit niemanden provozieren, sondern wir sagen den Leuten nur das, was Gott gesagt hat. Aber komischerweise ist, dass einige Leute vielleicht ihre Bücher nicht lesen. Und komischerweise ist, dass manche Leute vielleicht die Augen nicht aufmachen wollen. Ich meine, wenn du ein Verkehrssünder bist, warum gibt es Strafen? Wenn jemand etwas stiehlt, warum gibt es hier Strafen? Warum? Da sagt man ja, damit wir Schutz gewähren und damit die Leute nicht Schlechtes machen und damit wir Ordnung haben. Ja, und das hat Allah auch uns befohlen. Damit wir Schutz und Bewahrung und Rechte bewahren, dann gibt es diese Sache. Aber jeder entscheidet für sich selber. Wir können niemanden zwingen, was zu machen. Deshalb insgesamt jetzt, was ich gesagt habe, unsere Aqida. Und das ist Aqida eines Moslems. Weil einige Leute diesen Mashiach nicht bestätigen. Zum Beispiel nimmt Al-Mu'tazila als Beispiel. Und leider gibt es jetzt Leute, die diese Aqida verbreiten, unter Deckmantel, dass sie von Ahl Sunnah al-Jama'ah sind. Ja? Dass sie sagen zum Beispiel, Al-Mu'tazila, was haben sie gesagt? Die haben gesagt, derjenige, der Sünden begeht, der wird bestimmt in die Hölle kommen. Bestimmt. Das bedeutet, als Sünder zu sterben, wird man bestimmt in die Hölle kommen. Aber wir können nicht sagen, dass er Kafir ist. Deshalb, die haben gesagt, eine Stufe zwischen Kafir und Muslim. Aber es gibt keine Stufe zwischen Kafir und Muslim. Wir haben nicht. Entweder Kafir oder Muslim. Es gibt nicht. Entweder verleugnest du die Wahrheit oder nimmst du die Wahrheit an. Es gibt nicht. Andere zum Beispiel, die haben auch hier damit gespielt und so weiter. Aber Barakallahu fikum, sagt Allah, Aqida von Muslimin ist so. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt, dass diejenigen, die als Sünder sterben, gewarnt, die werden Strafe bekommen. Ob sie diese Strafe bekommen oder nicht,
entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die Gutes tun, werden ins Paradies kommen. Aber keiner kommt ins Paradies, außer mit Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sagen die Gelehrten, das ist etwas Schönes, was ihr lernen sollt. Allah subhanahu wa ta'ala bringt die Leute ins Paradies mit seiner Barmherzigkeit und bringt die Leute in die Hölle mit seiner Gerechtigkeit. Was ist hier der Sinn? Das bedeutet, wenn Allah den Leuten, die ins Paradies kommen werden, nur gerechtigkeitmäßig behandeln wird, dann werden sie nicht ins Paradies kommen. Yarhamukallah. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, nochmal zu diesem Thema. Wir haben Paradies und wir haben Hölle. Und wir Menschen, wir müssen für uns entscheiden in diesem Leben, was wir tun wollen. Und jeder muss für sich selber wissen, wer handelt in diesem Leben. Paradies ist da, Hölle ist da. Paradies, es gibt alles Schönes im Paradies. Es gibt keine Müdigkeit, kein Neid, kein Hass, keine Krankheit, kein Elend, keine Armut. Es gibt kein Argwohn und Egoismus. Es gibt keinen Nationalismus und es gibt nicht, dass die Leute sozusagen sich über die anderen wichtiger machen. Und es gibt auch dort nicht mehr, dass man sozusagen verpflichtet ist, was zu tun, sondern es wird nur belohnt im Paradies. Paradies besteht aus 100 Stufen. Höchste, beste ist Ferdaus. Und nur eine Seele, die den Islam im Sinne des Allgemeinen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur diese Seele kommt ins Paradies. Nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nur diejenigen, die dieses Bekenntnis bestätigt haben, Muhammad und Rasulullah. Und wir dürfen niemanden Paradies zuschreiben, außer mit Beweisen, die wir im Koran haben, in Sunna haben, wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abu Bakr ist im Paradies, Umar ist im Paradies und so weiter. Und wenn jemand stirbt, dann können wir nicht sagen, der geht ins Paradies oder in die Hölle. Das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt von der anderen Seite, die Hölle, auch ist da. Hölle ist Folter, Kälte und Feuer und Schmerzen. Und materiell und immateriell. Wir können auch niemandem die Hölle zuschreiben, außer dass jemand als Kafir gestorben ist oder Mushrik. Und wenn ein Sünder von Muslimin stirbt, dann ist er unter Al-Mashi'a, unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah will, dann lässt diese Person, dann verzeiht diese Person. Wenn Allah will, dann bestraft diese Person. Allah entscheidet. Wenn jemand als Kafir oder Mushrik gestorben ist, dann können wir mit Sicherheit, nachdem er gestorben ist, sagen, dass er in die Hölle kommt. Aber im Endeffekt ist die Sache so, Allah entscheidet und nicht wir. Wir sagen nur, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat. Das soll man aufpassen und unsere Aqida soll klar sein in diesem Punkt, weil in der letzten Zeit, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, man viel hört von Leuten, was sie sagen, was sie machen und was sie tun, das ist total gegen die islamische Aqida und gegen die Argumente, die wir im Koran und Sunna haben. Und die behaupten, dass sie menschlich wären, aber in Wirklichkeit, die betrügen die Menschen. Das ist ein Betrug. Dass man die Beweise von Koran und Sunna nicht klarstellt, das ist ein Betrug. Aber auch die Methode ist wichtig. Man sollte nicht sozusagen zu den Leuten kommen, sofort, ja, du gehst in die Hölle. Ich meine, wenn die Person hört, sofort sagt er, der beleidigt mich. Ja, aber das ist keine Methode. Auch der Prophet hat den Leuten nicht gesagt, ihr geht in die Hölle. Einmal passierte das. Einmal.
Das sollte man nicht. Aber mit wem passierte das? Nachdem diese Leute den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpft haben, seine Gefährtin gefoltert haben, die haben sich lustig gemacht, die haben die Gedärme von einem Kamel auf seinen Rücken getan und. Am Ende hat er gesagt, ihr werdet in die Hölle kommen. Zu einer bestimmten Gruppe, nicht so alle. Deshalb, man darf nicht sagen, zum Beispiel, möge Allah alle Kuffar in die Hölle bringen. Das darf man nicht. Die Gelehrten des Islam sagen, du darfst so ein Bittgebet nicht machen, dass man alle sagt. Man kann sagen zum Beispiel, diese Leute, die das gemacht haben, möge Allah das mit ihnen machen oder bestrafen und sowas. Aber alle nicht. Aber wenn du sagst, möge Allah alle recht leiten, dann ja. Und das belegt, dass wir Muslime eher für Barmherzigkeit sind und für Verzeihung und Vergebung sind und nicht, dass die Leute bestraft werden. Wir wünschen nicht, dass die Leute in die Hölle kommen. Um ehrlich zu sein. Ich wünsche mir, dass alle Leute ins Paradies kommen. Aber Paradies hat ein, sage ich jetzt, einen Preis. Das ist Ware. Und diese Ware hat einen Preis. Und der Preis ist, dass man Allah fürchtet. Dass man Gottesfurcht hat. Dass man Allah anbetet. Und dass man keinen Schirk begeht. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sagt Allah khair. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Deshalb, das ist ein Betrug, dass man das ändert, was wir haben in unserer Religion. Und auch die Methode ist wichtig. Man kann sagen, so ist das im Islam. Wir können das nicht ändern. Und jeder entscheidet für sich selber. Manche Leute, die sagen dir, ich möchte in die Hölle. Okay, bitteschön. Wenn du das willst, dann bitteschön. Das ist deine Sache. Aber sag nicht, dass keiner dir gesagt hat, dass dies falsch ist. Unsere Aufgabe ist nur Aufklärung. Unsere Aufgabe ist nur, den Leuten das beizubringen. Aber diese Leute, die nennen sich Muslime, und dann am Ende kommen und die wollen Koran und Sunna, wal'iyadu billah, sie wollen das sozusagen ändern, damit die anderen mit ihnen zufrieden sind. Diese Leute, ihre Absicht ist nicht für Allah, sondern ihre Absicht ist für Anerkennung der Leute. Sie werden das bekommen. Sie werden anerkannt werden von den Leuten. Aber am letzten Tag werden wir uns sehen, wer von Allah die Barmherzigkeit bekommt und wer nicht. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und wir wissen etwas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa zweimal. Zweimal. Einmal die Ayah 48 und einmal die Ayah 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah vergibt nicht, dass man Schirk mit Allah subhanahu wa ta'ala macht. Aber lasst euch nicht täuschen, Muslime, von solchen Leuten, die kommen und die bezeichnen die Leute als Mushrik und als Kafir nach ihren Gelüstern und nach ihren wal'iyadu billah Köpfen. Gefällt mir nicht, dann bist du Mushrik. Gefällt mir, dann bist du Muslim. Das nicht. Sondern hier, es gibt Wissen und es gibt Gelehrten und es gibt Richtlinien in unserer Religion und es gibt Beweise in unserer Religion und nicht jeder darf das sagen, was er sagen will bezüglich Religion, sondern das geht nach Beweisen. Übrigens, auch wenn jemand mir ein Ayah aus dem Koran bringt, das heißt nicht direkt, dass es ein Beweis ist. Aufpassen! Weil manche Leute bringen dir die Ayah, aber wie versteht man die Ayah? Wie versteht man die Ayah? Und wie geht man da mit dieser Ayah um? Und was sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Und was sagen die Sahaba, was sagen die Gelehrten des Islam dazu? Was ist das richtige Verständnis? Und deshalb reden wir über diese Themen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und somit, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende von unserer Islam-Bildungstreff für heute. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Na. Ich habe drei Fragen. Bitte. Die erste Frage zu dem, was ziemlich am Ende war, dass wir allen Menschen das Paradies wünschen. Wir haben einen Bruder mal in Berlin gehabt, der sehr, sehr häufig den Satz verwendet hat, möge Allah die Kuffar verfluchen. Also jedes Mal fing er an, irgendwas zu erzählen und dann kam dieser Satz. Ist dieses Verhalten islamisch gerechtfertigt? Oder halt nicht? Das ist die erste Frage.
Die zweite Frage, welche war die erste islamische Sekte, die gesagt hat, dass das Paradies nur seelisch, also immateriell ist? Waren es die Mu'tazila oder andere? Die dritte Frage, du hast am Anfang gesagt, bezüglich der Ayah in Surat al-Baqarah, dass die unter den Sabäern, Juden, Christen, diejenigen, die an Allah den letzten Tag glauben und so weiter. Und dann meinst du, es gibt in einer anderen Ayah al-Majus. Heißt das erstmal die Ayah, weißt du, wo die steht? Und heißt das im Endeffekt, dass al-Majus im Ursprung eine göttliche Religion sind? Ja. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Erstmal verfluchen alle Kuffar geht nicht. Dass man alle Kuffar verflucht, geht nicht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la'natullahi ala al-kafirin und so, dass es hier nicht alle, sondern diejenigen von ihnen, die dieses Verfluchen verdienen. Deshalb, man sollte nicht allgemein beim Themen, die mit sozusagen mit einem Bittgebet sind, was negativ ist. Oder was sage ich jetzt, dass man sagt, ja, vernichten oder das und das. Da sollte man das nicht allgemein machen für alle, sondern man könnte das für Al-Zullam minhum, das wird für die Leute, die Unrecht getan haben, man könnte schon Bittgebet machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie verflucht und so weiter. Aber nicht für alle. Aufpassen. Aber wenn du ein Bittgebet machst, zum Beispiel, dass sie recht geleitet werden, dass sie, dass ihnen was Gutes getan wird, dann kannst du für alle. Du kannst sagen, möge Allah alle Kuffar recht leiten. Möge Allah alle Kuffar zum Beispiel Verstand geben, damit sie den Islam annehmen und so weiter. Das kannst du. Das andere, im Material, dass es nicht direkt von Mu'tazila gekommen. Diese Sache mit im Material, das stammt von Christen. Diese Sache stammt von Christen, dass sie gesagt haben, Paradies ist nur Seele. Und dann haben einige in der muslimischen Geschichte das übernommen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, als diese, das waren Splittergruppen von Schia, die das gesagt haben. Und die meisten, die das verbreitet haben, waren solche Nusayriya, oder die nennen sich Alawiten. Die sagen, es gibt kein Feuer und Hölle und so weiter. Al-Mu'tazila aber, die haben gesagt, die Hölle und das Paradies, die werden eines Tages sozusagen vergehen. Aufpassen, das ist nicht von Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah meinte Feuer von Ahl al-Tawhid, von Muslimin. Ja. Aber auf jeden Fall deshalb, aber obwohl diese Sache ist umstritten ist bei Sheikh al-Islam, aber der hat nicht gesagt, was al-Mu'tazila gesagt haben, dass die Hölle überhaupt vergeht und es gibt keine Ewigkeit in der Hölle und sowas, das hat er nicht gesagt. Mit der Aya, der nächsten Aya, die Aya kommt zweimal im Koran, einmal mit As-Sabi'a und einmal ist al-Majus. Jetzt, wo ist das genau? Surat al-Hajj, Hajj, wie viel? 17. Achi, barakallahu fik, das bedeutet hier, dass sie ursprünglich etwas geglaubt haben, wie Sabia. Ursprünglich, die haben ihren Propheten gefolgt, aber später haben sie ihre Religion geändert. Auch die Christen zum Beispiel, ursprünglich, die haben nicht gesagt, Jesus ist Gott. Auch die Juden ursprünglich, die haben nicht gesagt, Azra, Sohn Gottes. Aber später. Und das ist eine Bezeichnung für diese Leute, die damals ihren Propheten gefolgt haben und die haben sich ergeben. Aber später, wenn da auch die Bezeichnung noch stimmt. Aber die Bezeichnung stimmt für die Leute, die damals waren, aber nicht wie die heutigen. Na? Also meine erste Frage war ja fast so wie die erste hier. Und zwar das mit dem, dass man sagt, La'natullah in den Al-Yahud. Das hat ja der Prophet ja auch gesagt. Das darf man jetzt selber nicht sagen. Nicht so. Der Prophet hat nicht gesagt an alle. Alef und Lam in der arabischen Sprache hat verschiedene Bedeutungen. Dieser Al-Ta'rif. Es gibt eine, das heißt Istighraq, und eine, das heißt Al-Ahd.
Und wenn das Lil'ahd ist, das ist nicht bei allen Leuten, verstehst du? Ich meine, in der arabischen Sprache, du sagst, La'natullahi ala al-Zalimin. Das bedeutet, nicht jeder Zalim bekommt das. Das allgemein gesagt. Derjenige, der Unrecht tut, ist verflucht von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ist jeder, der Zulm begeht, automatisch verflucht? Nein. Aber man kann sagen, La'natullahi ala al-Zalimin, allgemein. Aber da meint man nicht jeden. Und deshalb muss man aufpassen. Das bedeutet, das sollte man nicht verallgemeinern bei solchen Bittgebete. Der hat vom Bittgebet gesprochen. Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, die Mu'tazili haben ja gesagt, wer mit Sünden stirbt, der geht in die Hölle. Meinen Sie jetzt, meinen die Mu'tazili, dass sie für ewig in die Hölle bleiben? Die Mu'tazila haben gesagt, derjenige, der als Sünder große Sünden begeht und der stirbt, der geht ewig in die Hölle. Und aber da hat man ihm gesagt, ewig in die Hölle bedeutet Kafir. Da haben sie gesagt, nein, wir haben nicht gesagt Kafir. Deshalb haben sie diese Erfindung gebracht, Al-Manzila bin Al-Manzilatayn. Die haben gesagt, der ist in einer Stufe zwischen zwei Stufen. Ein Kafir, ein Muslim. Aber Wallahi, in einer Sache, die verstehen besser als manche Leute in unserer Zeit. Dass sie mindestens wissen, es gibt Kafir, es gibt Muslim. Möge Allah uns bewahren. Na? Ich habe manche Kuffar, habe ich Kontakt gehabt, und manche sind in der Hölle, ist auch sowas wie Leben, aber im Bösen. Das die ist doch Feuer. Ja, aber verbrennt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie werden in der Hölle bestraft oder gefoltert, die werden nicht sterben und die werden auch nicht richtig leben. Das wird Leben mit Schmerzen. Die können nicht richtig leben wie die anderen, die im Paradies sind oder wie normal. Und die werden auch nicht sterben, weil wenn sie sterben, dann gibt es keinen Schmerzen mehr. Deshalb, die werden ewig in der Hölle gehen. Manche Leute natürlich sagen, wieso und so weiter. Wieso, das ist die Entscheidung Allahs. Da müssen wir warten. Na. Wie ist das, meine Frage ist, ob wir jemanden, einen Nicht-Moslem, von dem wir wissen, dass der eigentlich nicht über den Islam aufgeklärt wurde, ob wir ihn als Kafir bezeichnen? Das ist natürlich, der wurde nicht aufgeklärt. Ein Nicht-Muslim wurde nicht aufgeklärt. Kann man sagen Kafir? Was ist er? Er ist Kafir. Sowieso ist er Kafir, weil er ist kein Muslim. Aber jetzt, was mit ihm passiert, wenn er nicht, überhaupt nicht aufgeklärt wird, was mit ihm am letzten Tag passiert, das ist was anderes. Wir können doch, wir wissen, wenn jemand keine Botschaft bekommen hat und wenn jemand nicht aufgeklärt ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Das bedeutet, diese Person, die nicht aufgeklärt war und die hat keinen Prophet bekommen, diese Person wird nicht bestraft, weil er keinen Prophet bekommen hat. Aber Allah sagt auf der anderen Seite, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Wir haben in jedem Volk einen Propheten entsandt, dass die Leute Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbeten, dass sie hier die Eier bedeutet Götzen meiden. Jetzt, wie verbinden wir das? Es gibt eine Überlieferung, und das bei Imam Ahmed, dass vier Leute am letzten Tag, sie werden ihre Hujja geben. Das wird, die werden aufgefordert, dass sie sagen, warum sie nicht geglaubt haben. Einer sagt, ja, die Kinder, ich war ein alter Mann, ich habe das nicht verstanden. Der andere sagt, ich war ein Kind, ich wusste nicht. Der dritte, der sagt, die Kinder haben mich mit Steinen beworfen. Und eine Person sagt, kein Prophet kam zu mir, Ahl al-Fatra. Was passiert mit ihnen? Allah subhanahu wa ta'ala prüft sie am letzten Tag. Wenn sie die Prüfung bestehen, kommen sie ins Paradies. Wenn nicht, dann in die Hölle. Aber dass man auch überhaupt, natürlich, das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, und die Gelehrten in dieser Zeit haben sich damit beschäftigt. Aber dieses Thema ist sehr gefährlich. Meine Frage war, wenn wir jetzt jemanden als, der Kufr ist ein aktiver Prozess, wenn wir jemanden... Nicht unbedingt. Normalerweise, fitra-mäßig glaubt jeder an Gott.
Auch die Leute von Mekka, die als Kuffar bezeichnet worden sind, die haben an Gott geglaubt, die haben an Allah geglaubt. Aber trotzdem wurden sie als Kuffar bezeichnet. Nur Glaube an Allah heißt nicht, dass du Muslim geworden bist. Aufpassen! Und das ist das diese Katastrophe, die wir von manchen heute hören. Die sagen, die glaubt doch an Allah. Ja, auch Abu Lahab glaubte an Allah. Abu Lahab glaubte an Allah, Abu Jahl glaubte an Allah. Die alle. Aber sie haben Allah nicht angebetet. Sie haben Tawhid nicht gehabt. Und sie haben bestimmte Sachen verleugnet. Und deshalb fitra-mäßig, jeder glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Eltern machen die Person zu einem Christen oder Juden und so. Diese Frage ist sehr wichtig. Eine Person bekommt immer die ganze Zeit das Bild des Islam, dass die Muslime schlecht sind, der Islam ist schlechte Religion und der ist abstoßend, das wird für ihn abstoßend. Und nicht etwas, was ist mit dieser Person? Das ist wirklich eine wichtige Frage. Aber wenn das auch so ist, das kann nicht sozusagen die Tatsache annullieren, dass diese Person kein Muslim ist. Deshalb, diese Person ist verpflichtet, eigentlich zu suchen. Weil wenn jemand von dieser Person redet, passt auf jetzt, wenn man dieser Person sagt, du bist ein Mörder oder dein Sohn hat jemanden beklaut, der sagt, nein, wo sind die Beweise? Und er wird danach suchen. Aber wenn er vom Islam so schlecht hört, warum sucht er nicht? Mindestens, der soll mit Muslimen reden, mindestens, der soll die Muslimen fragen, seid ihr so? Und mittlerweile weiß man, dass die Presse lügt zum Beispiel. Nicht alle, aber wir wissen genau. Übrigens, das deutsche Volk, 85 von Deutschen, hier das deutsche Volk in Deutschland, 85 von ihnen glauben kein Politiker und 95 wissen, dass die Presse lügt. Schaut mal, ja? Schaut mal, dieser große Widerspruch. Die wissen, 85%, dass die Politiker lügen. Nicht alle, aber die meisten. Sowieso, meine These ist bekannt. Und 95 sagen, dass die Presse lügt. Die wissen das. Aber im Thema Islam, subhanallah, sie glauben alles. Warum? Stellt euch diese Frage, warum? Sagt ihr warum? Weil der Shaitan, der Teufel, der versucht das bei den Leuten. Und wenn sie auch mit jemandem sprechen, dann sagt er, zeigt ihnen das da anders. Zermöge Allah subhanahu wa ta'ala und so waren. Aber das ist ein langer Weg. Am Ende werden wir vor Allah stehen. Na. Ist die Ayah, die wir heute hatten, inna ladina amanu wa ladina hadu, ist das sozusagen dann mehrdeutig? Nein. Wir sagen muhkam, ja, eindeutig. Ja, eindeutig ist, wenn du den Koran verstehst. Weil wenn du... Weil Allah sagt das drin, pass auf. Inna ladina amanu, waladina hadu, wa nasara wa sabi'in. Die andere, inna ladina amanu, waladina hadu, wa nasara wa sabi'in wa al-majus. Oder es gibt kein Sabi'in. Die beiden Ayat. Ha? Hier vier. Bas tiji qabla wahdi, qabla al-taniye. Waladina wa sabi'in wa nasara wa al-majus. Die andere. Pass auf. Man amana billahi, ich habe euch gesagt, die Ayah ist wie gelöscht. Subhanallah, möge Allah uns bewahren. Das ist jetzt mit Al-Qada. Aber die erste Ayah ist, inna ladhina amanu wa nasara wa sallam. Man amana billahi wa liyum al-akhir. Diejenigen, die an Allah glauben, an den letzten Tag glauben und Gutes tun. Was bedeutet an Allah glauben, an den letzten Tag Gutes tun? Wenn eine Person den Propheten verleugnet, macht er Gutes? Hat er den richtigen Glauben an Allah? Nicht. Deshalb, das ist eindeutig. Aber für die Leute, die verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.